Tag 1 unserer Transalp. Wir stehen jetzt hier am Parkplatz vom Nassereien, von der Nassereienbahn in St. Anton. Es geht jetzt über das Verwaldtal auf der Heilbronner Hütte, auf 2-3 Unterfahrt Zwetschte. Von dort eine rasante Abfahrt nach Galbür, weiter auf Ischgl. Dort werden wir dann einen Cappuccino einnehmen. Oder auch. Oder Bier vielleicht. Ja, und dann zum Schluss geht es noch ungefähr 700 Höhenmeter zu der Heidelberger Hütte in die Schweiz. Zu unserem Freund, den Loisel, und zu der speziellen Freundin vom Strauß Max, der Maria. Hildegard von Dingen. Grüße an die Maria. Willkommen. Die Stimmung ist ungefähr so wie das Wetter. Extrem geiler Uphill Flow Trail. Voll mega geil. Und da kommt Therapiezentrum Eist. Er braucht auch bald eine Therapie und er weiter sofort. Ronny! Aber Kilometer 19 irgendwas. Unglaublich, wie klar, dass da der Mensch ist da oben. Höhenmeter. Knappe 20 Kilometer. Wunderbar, die ersten Schneefelder kommen. Wie ist? Ja. Ja. 2300 Meter Heilbronner Hütte. Sag dir mal was Gescheites. Geht nicht mehr. Du bist eh bekannt dafür für deine Sagen, geht schon, los geht's. Noch fast 5 Stunden Fahrzeit und über 2800 Höhenmeter sind wir auf der Heidelberghütte angekommen. Die ist 2260 Meter und schau mal, was das Panorama ist. Das Wetter zieht schon langsam ein bisschen zu und unglaublich, ich hätte mir das sogar leichter vorgestellt, ganz ehrlich gesagt. Das Meergepäck ist unglaublich. Gefühlte 20 Kilo am Rücken macht das Ganze schon ziemlich heftig. Der Popometer, den spiele ich normal überhaupt nicht, der macht sich stark bemerkbar. Und wie gesagt, das Meergewicht ist eigentlich wirklich ziemlich heftig. Jetzt gehen wir mal auf ein Bier.